Sparspielzeit. Ich habe mich entschlossen, ja, tatsächlich den Trampolinordner komplett aufzulösen. Ich habe lange hin und her überlegt. Ihr wisst, ich hätte sehr gerne Trampolin gehabt, aber nee, ich nehme ihn jetzt raus. Es gibt jetzt definitiv wichtigere Sachen im Moment, die einfach bespart werden müssen oder die einfach wieder dazu genommen werden müssen. Ihr seht, ich habe mir schon meine Büffelchen ein bisschen hingelegt, meinen Stift, und dann legen wir gleich mal los. Ich hatte das letzte Mal schon angefangen und hatte ja, hier nach unten runter gespart. Wir sind bei Silvester stehen geblieben. Da haben wir nicht weiter gespart. Da machen wir jetzt mal weiter, dass wir da auch mal aus dem Minus rauskommen. Mal gucken, wie es da weitergeht. Ja, ich habe mich jetzt einfach entschlossen, nachdem ich jetzt wirklich die ganze Zeit überlegt habe. So, bei Silvester. Ach herrje, das ist auch wieder so ein Ding. Da kommt wieder Back to Bank. Wir machen mal 1 € und machen mal 10 von diesen Feldern hier weg. Ich bin ja ständig mit Kunden am Telefonieren und mache nun tun und trag's aber nie ein. Also von daher absoluter Quatsch, diese Challenge, die ich da gemacht habe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Herrlich. Wo ist denn mein Schiffchen hier? Wir haben immer noch den 20.07. So, dann habe ich nämlich 60 €. 69. Dass mein Silvester auch mal wieder ein bisschen Plus bekommen hier. Das dauert eben noch viel zu lang, wenn das mit diesen kleinen Kleingelddingern da weitergeht. Wird das nichts mehr bis Silvester. So, ansonsten hatte der Garten noch mal Luft. 38 €. Mal gucken, ob wir da was wechseln können. Ja. Da kann man. Euro rausgehen, können wir 40 € reintun. Aber da sind sehr viele Scheine drin. Moment. Zwei Zähne reintun. So, da probieren wir jetzt mal einen 50er rauszuholen und das mal wieder zu wechseln. Zack. 38 muss man rausnehmen. Oh ja. Da brauchen wir auch einen neuen. Ich hatte hier hinten 2 Stück drin, da habe ich schon einen verbraucht. Jetzt wird es langsam knapp, Leute. So, dann haben wir heute 20.07. 38 €. Ah ja. Ach, das war jetzt falsch. Jetzt habe ich mich verrechnet. Nochmal, 8 und 3 sind 11. Ne? Nee, doch, ja, 8 und 3 sind 11. So, dann haben wir hier 3 und 3 und 3 sind 6. So, jetzt, meine Güte. Manchmal. Manchmal kann ich einfach nicht rechnen. Ich weiß auch nicht warum. Der Block zu. So, das legen wir weg. Oh ja. Ich mag dieses Spiel sehr, sehr gerne. Und ich hoffe, wir kommen ein Stückchen weiter. Yay, wir kommen zu Fantasy World. Aber erstmal gucken, ob wir es überhaupt spielen dürfen. Zumindest Garten hatten wir jetzt 38 Euro. Boah, da kommen auch immer so Riesensummen rein. Aber der Baum kostet 1000 Euro, Leute. Der Baum kostet 1000 Euro. Alles wird gut. Ich bekomme das hin. So.
Gartenmöbel. 1 Euro. Oh ja! Leute, juhu! Schaut mal, wir haben eine 1 und wir kommen direkt auf diesen schönen mit dem Mond. Oh, ich habe noch keinen von denen gehabt. Die Mondzauberin Holly ist auf der Suche nach neuen Dienern. Kauf dich frei, bevor sie dich gefangen nimmt. Bezahle 6 Euro, um frei zu kommen. Na, das machen wir doch gerne. Vor allem, wenn es um meine Freiheit geht. Mal gucken, ob wir da 8 Euro drin lassen können. Na. Ziehen einfach rein. So. 18 Euro drin. Na, komm raus. Das sind diese Selbstgefällen, die sind ganz schön schwierig raus. Die sind nämlich ein Ticken zu groß. 20.07. 6 Euro. Oh Gott, habe ich ein Glück, dass ich mich freikaufen konnte. Ach, erzählt doch mal, wie geht's euch eigentlich so? Seid ihr alle gesund? Habt ihr irgendwelche Pläne, von denen ich erfahren darf? Gibt's was Neues vielleicht? Vielleicht auch mal was Gutes Neues? Das wäre ja auch mal schön. Komischerweise haben die Deutschen immer so die Eigenschaft, dass immer nur die schlechten Neuigkeiten erzählt werden. Aber die guten Neuigkeiten selten, selten, selten. So, schauen wir mal. Gibt es da noch etwas? Ja, hier müssen wir 2,30 Euro noch tatsächlich reintun. Was haben wir denn hier? Ach, machen wir. Machen wir 2,50 und kleben das nächste Herz und machen wieder Schulden. Dann machen wir 4,50. Nee, was kostet das Herz? 5 Euro, ne? Glaube ich. Oh, falsch. Falscher Trecker. Lass mich mal spitzen. Ja, 5 Euro pro Herz. Dann muss ich mehr reintun. Dann müssen wir... Machen wir mal 3,50 rein. Machen wir mal 5,50 rein. Tada. Schön, ne? Herzchen kleben. So, 5,50 sind ist für Etsy tatsächlich. Und ich habe ja schon wieder bei Etsy bestellt, von daher wird es natürlich auch geil. Gleich wieder rausgehen. Ich muss natürlich noch einen Rest Dings schreiben. Von 1,80. Aber ich wechsle da jetzt nicht hin. Na, ich hätte da auch wechseln können, sehe ich gerade, aber egal. Jetzt machen wir es mal nicht. 5,50. So. Dann haben wir hier 20 und 12. Nur leider wird es nicht lange drin bleiben. Ich hatte mal wieder einen Etsy-Anfall. So. Oh, schön. Sehr gut. So, dann können wir nämlich die Runde 3 anfangen. Bei Online. Jetzt muss ich mal gucken, wo mein Online-Ordner ist. Hier ist mein Online-Ordner. Online sind immer 5 Euro und ich glaube tatsächlich, dass wir im Minus sind. Ja, mit 3,05 Euro. Die müssen in die Bank zurück.
Das heißt aber für mich auch, ich müsste wechseln. Dann mache ich das mal so, dass ich die 3 € bezahle. Und einen Schuldschein für 2,05 € mache. Ja. Die kann ich mit Sicherheit später bezahlen, aber der Binder gibt es mir gerade nicht her, dass ich das wechsle. Und ich habe jetzt. Genau. Gehen noch an die Bank. Habe jetzt kein Wechselgeld in der Form da. Deswegen machen wir jetzt einfach mal. €1,95, Quatsch, das ist 1,95 € Schuldschein noch. 3, ja. 4, 5. Genau. Nee. 2 € einfach. Ich habe 3 € rein, also 2 € Schulden. Genau, und die 5 Cent gehen einfach an die Bank, so rum. Manchmal. So, jetzt habe ich es aber. Jetzt muss ich es nur wieder oben drauflegen. Genau, wenn ich gewechselt habe, kann ich es eigentlich ja noch reintun. Aber nee, man muss nicht sein. Man muss es nicht unbedingt machen. So. 3 €. Genau. So, in den Haushalt muss auch noch was rein. Nicht gerade wenig, wenn ich ehrlich bin. Und was haben wir denn da anscheinend da? Dann machen wir mal, gibt es 25? Nee, gibt es nicht mehr. Dann machen wir 30. Gibt es 30? 30 gibt es ja. Dann machen wir 30. Haushalt. Ah, oder warte mal. Vielleicht gibt es 24. 24 gibt es noch, genau. Dann machen wir erstmal 24, weil hier ist 1 € drin. Haha. Genau. Erst 1 € rauszahlen. Wo haben wir denn die 24? Hier oben. Lalalala. Ach, das ist auch so eine Challenge, die habe ich auch schon relativ lang. Die endet auch nicht. Irgendwie. Ja, ich habe so mal eine Zeit lang, habe ich immer nur dann gemacht, wenn ich Zeitung gelesen hatte. Ja, das war ein bisschen schwierig. Da kam ich nicht so wirklich vorwärts. Das mache ich einfach so. Das hat nicht funktioniert. Ich habe es nie geschafft, Zeitung zu lesen. Mittlerweile. Gehört für mich die Zeitung zu der Buch-Challenge dazu, aber ich habe im Moment keine Buch-Challenge drin. So, meine Wünsche-Challenge, 5 €, das krieg ich hin. Das schaffen wir. 5 €. Das nächste Mal gibt es wieder 10 €. Ach so, Moment, waren die Wünsche überhaupt frei? Oh, Gott sei Dank. Das mal angekreuzen hier. Die machen wir die 2 gleich mal weg. Können wir gleich hier die 5 und dann die 24 noch reinschreiben. So. Und dann müssen wir die 5 aber auch noch hier reinschreiben. In die Liste der Wünsche. Ach nein, auch schon wieder voll. Das gibt's doch nicht. Ich brauche einen Trecker, Leute. Was ist denn heute los? Heute sind alle Trecker irgendwie. Alle Trecker voll. So, da habe ich noch einen. Einen sehr, sehr schönen sogar. Dann nehmen wir den raus. Ich hatte da sowieso vergessen, da abzuziehen, sehe ich gerade. Ich hatte da nämlich 150 € rausgenommen. Da ist jetzt noch drin. Schreib mir. Das stimmt doch nicht mehr. Das sind jetzt noch 100. Nee, Quatsch. Was erzähle ich denn da?
200, 210, 22, 32, 240, 250, 260 sind jetzt drin. Ich brauche 400 noch was für mein Fahrrad. Und 260 sind jetzt dran. Naja, da kann es ja nur aufwärts gehen, ne? Ist ja zumindest ja schon mal die Hälfte. Ich brauche 410 oder sowas sogar. So, dann ging es weiter mit den Kleidern. Die sind ja hier hinten. Ach, unsere Ruppel-Challenge. Da rubbeln wir doch gleich mal. Freue ich mich jetzt. Dann machen wir gleich mal das, wo wir die Ecke das letzte Mal verletzt haben. Oh, das ist noch ein Ei, ja? Tatsächlich. Nochmal 8 Euro. Sehr gut. Yes. So. Das gefällt mir. Ja, ich liebe Rotschens. So, ihr Lieben. Da wir heute schon sehr viel bestufft haben und ich auch mal ein kurzes Stuffing-Video machen möchte, machen wir es doch einfach mal so. Wir machen hier eine Pause. Und wir sehen und hören uns das nächste Mal. Da geht es dann weiter in aller Frische. Und wir machen nochmal Runde 3. So haben wir mal 3 Stuffing-Videos. Ist doch auch mal schön. Die lege ich hier rein. Zack. Oh, da freue ich mich drauf. Dann sehen wir uns später und hören uns später. Abonniert meinen Kanal. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.